Richtig. Okay. Haben wir hingekriegt. Das klingt doch nach einem Fortschritt, oder? Gar nicht so schlecht. Papageien-Protokoll initiiert. Papageien-Protokoll? Ich denke mal, da stimmt was nicht. Du hast recht. Papageien? Tut mir leid, Papageien. Vielleicht doch die giftige Kartoffel da rein. Ich würde dem Admin vertrauen. Vertrauen würde ich dem nicht, aber. Vergiftete Kartoffel. Ich würde es dem. Und ja, los geht's. Würde es ihm passen. War das ein gutes Klonk oder ein schlechtes Klonk? Vielleicht beides zugleich. Es ist. Oh. Fred. Xara. Ist der schlimmste Fall eingetreten und du hast soeben das Passwort in das primäre Terminal eingegeben. Ich wünschte, ja, das Terminal könnte einfach Romeos Admin-Macht entfernen. Das wäre viel einfacher. Aber das war leider das Beste, was ich erreichen konnte. Schande? Er hat die Macht, Romeo wieder normal werden zu lassen. Es braucht eventuell ein paar Schläge, um ihm seine gesamte Macht zu entreißen. Das klingt gut. Aber es wird am Ende funktionieren. Das ist spitze. Aber da müssen wir erstmal gegen ihn kämpfen. Ja. Viel Glück, Xara. Du, ich bin zwar nicht Xara, aber... Okay. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir den Admin mal boxen. Romeo! Der Admin. Was ist hier los? Wir sind hier, oh nein. An ihm vorbei, Romeo. Schnell die Handschuhe und Bats in your face. Eure Welt ist am Ende. Erledigt ihn. Auwei. Es wird, glaube ich, relativ schwer, dort zum Jesse Handschuh zu kommen. Schnapp mir den Handschuh. Ja, zack, rein da. So. Nice. So, die Energie, den Admin zu besiegen. Handschuh! Jau! Goldprotokoll! Tja, das könnte noch nützlich werden. Ja. Und Attacke. Box ihn. Machen wir ihn alle. Du, das ist euer großer Plan? Frontal auf mich zuzurennen? Warum nicht? Hup, und zack. Box. Ja, wie gesagt, es wird wohl einige Schläge mehr benötigen. Ich weiß nicht, was ihr im Schilde führt, aber es endet jetzt. Ja, das wird dein Ende sein. Ich sag, wir machen dich platt. Keine Macht mehr oder was? Oder nicht mehr so viel? Was? Ich bin... Hehe. Oh, du hältst dich. Tja. Vermute mal, dreimal müssen wir ihn hauen. So ist das Endgegner dann immer. Oder sind es sogar vier oder fünf? Der Seetempel? Juppidu, Jesse. Weißt du noch, wie wir uns das erste Mal begegnet sind? Hau ihn platt. Das war, als ich noch dachte, wir könnten immer noch Freunde sein. Nicht ablenken lassen. Attacke. Bart. Okay, ist abgehauen. Lange Ladezeiten. Diese Herausforderung war mein erstes Geschenk. Ja. Jetzt werde ich gigantischer Admin. Oh shit. Und ausweichen. Puh. Quick Time Events. Ausweichen. Puh. Na komm. Uns muss was einfallen über das Ganze zu Ende bringen. Unglaublich. Können wir den irgendwie besiegen? Ich kann immer noch den Handschuh einsetzen.
Ja, komm. Volle Röhre. Volle Möhre. Bart. Na, drück. Ist on. Und Bart. Das war nur die zweite Stufe. Ich vermute, das wird noch einige Stufen geben. Das war noch nicht das Ende. Hier kann ich mehr wachsen. Tja. Ich mach dich alle. Aber er ist noch nicht besiegt. Das wird noch spannend. Der Schneeatmen. Der Schneemann Atmen. Atz. Tja. Mich kannst du so leicht nicht angreifen. Wirf die Flammen zurück auf den Erdmann. Ausweichen. Okay. Anderen dürften wir nicht ausweichen. Hey, zurückwerfen soll ich die doch. Wir müssen nur noch ausweichen. Ja. Versuch's ja. Ach so. Na komm. Ah, okay, ich kann so schlagen. Da muss ich ein bisschen besser zielen. Ach, zack. Ich zwei auf einmal. Okay, das ist zu weit weg. Na komm. Zack. Okay, getroffen. Aber ich den Admin bevor aufstehen kann. Ja, bevor. Ja, das war wohl nix. Satz mit X. Wurde besiegt oder was? Oh Mann. Dürfen wir uns nicht mehr so hart treffen lassen. 4 Herzen haben wir noch. Oh Mann. Was passiert hier? Das ist hart. Na komm. Oh Mann. Verkackt. Besser zielen, Junge. Wirf die Flammen auf den Erdmann. Zack. Wir müssen besser zielen. Babatz. Getroffen. Und los. Attacke. Okay, das war wohl nix. Quick Time Events. Ganz schnell. Zick, zack. Zack, die Dose ausweichen. Schneebälle. Wie können wir denen denn ausweichen? Oh Mann. Weg da. Puh. Meine Fresse. Zack, zurück. Nice. Wir sind zu langsam. Na komm. Angreifen. Oha. Zack. Nice. Auf ihn mit Gebrüll. Zack. Volle Möhre. Getroffen. Na, das wird wohl nichts mehr. Das war der dritte Schlag. Sagt doch, das braucht ein bisschen mehr. Na, zack. Vierter Schlag. Okay. Der will mich wohl verwirren, oder was? Jack, der Atmen. Das ist nicht echt, der Jack. Lass dich nicht verwirren. Es gibt da nur ein Problem. Du bist nicht Jack. Vielleicht nicht. Aber ich benutze diese Gestalt gerne. Wenn ich dich vernichte! Ja, die Frage ist, wer hier wen vernichtet. Oh Mann, jetzt habe ich immer noch 4 Herzen. Oh, Schande. Oh, Kacke. Ich glaube, wir müssen hier mehr ausweichen. Du hast keine Ausdauer mehr. Hurra, ruh dich aus. Ja, ausruhen ist hier gut gesagt. Leicht gesagt, schwer getan. Ja, der Kampf wird hier ein bisschen schwerer. Oh, ein Herz nur noch. Ausweichen. Verdammt.
das war wohl nix. Ich dachte jetzt wieder ganz von vorne, den Schneemann wieder besiegen. Puh, danke. Jetzt wieder mit mehr Herzen. Das ist gut. Na komm, zack. Du kassierst. Keine Ausdauer mehr. Okay, dann müssen wir wohl zurückweichen. Ah, ausweichen. Jetzt habe ich wieder Ausdauer. Zack, Angriff. Nice. B. So, ich mach dich platt. Na komm, los runter. Nee, nix da. Ich mach dich alle. Und was? Da wurde ich wirklich verwirrt. Oh nein, nicht hier. Doch, hier. Hier werde ich dich erledigen. In dem Haus deines Freundes, Fred. Warum sollte ich das nicht tun? Das ist der Preis, den du zahlst. Genau. Du hast deine Kräfte missbraucht, Romeo. Es ist an der Zeit, dass du für alles bezahlst, was du getan hast. Sprich den Bann aus. Und die Macht in Edmund. Der Bann. Nein, nix da. Platz. So, hau drauf. Das ist dein Ende. Das ist dein Ende, Edmund. Du wirst entmachtet. Das wären wir. Da sind wir, da wären wir. Das ist das Finale zwischen uns beiden. Ich kann nicht einmal mehr telefonieren. Tja, so schaut's aus, wenn einen seine Kräfte verlassen. Es ist vorbei, das kannst du laut sagen. Na, wie fühlen sich die gleichen Voraussetzungen so an, Dummkopf? Lass mich in Ruhe! Wieso sollten wir dich jetzt in Ruhe lassen? Von wegen gleichen Voraussetzungen. Er ist immer noch mächtig. Wieso sollte man ihn in Ruhe lassen? Er hat uns doch auch nie in Ruhe gelassen. Hoch zu ihm! Jo! Zack! Erledigen wir ihn! Bats! Nein! Ich falle. Petra hat mich gefangen. Das war jetzt, glaube ich, schon der 5. Schlag. Und der 6. folgt zugleich. Wie viele hält der aus? Wenn es dein Wunsch ist. Den Handschuh kriegst du nicht wieder. Den gebe ich dir nicht zurück. B-Knopf spammen. Na komm. Mach dich fertig. Der Handschuh. Ach du Schande. Der Handschuh. Jack. Halt den fest. Den Handschuh. Oh Mann. Reaktion des Todes. Das war die entscheidende Reaktion. Oh Mann. Ist das verkackt. Schlag Nummer 6 oder was? Der Edmund ohne Kräfte. Romeo. Das, die Frage könnte ich zurückstellen. Und ihr seid nichts. Hey, wir versuchen hier nicht die Weltherrschaft an uns zu reißen. Was? Nein, ich will nicht. Ich wollte nur, dass die Leute, dass sie. Was wolltest du? Du hast die Welt vernichtet. Meine Kräfte zusammengehalten. Keine Kräfte mehr. Keine Terminalzone mehr. Dann müssen wir sie wohl schnell verlassen. Wir sind verloren. Wir werden begraben, wenn wir nicht sofort von hier verschwinden. Was ist mit ihm? Was ist denn mit ihm?
Er ist nicht mehr unser Problem. Aber... Naja. Alleine schafft er es nie von hier weg. Sie hat recht. Wir schaffen es vielleicht gemeinsam. All das ist doch überhaupt nur wegen meiner Kräfte passiert. Ja. Er muss aber seiner gerechten Strafe zugeführt werden. Er muss in ein Gefängnis kommen. Ich kann es nicht glauben. Nein, nein. Erst das nötig war, damit ich es erkenne. Ich war einfach so dumm, so blind. Du hättest niemals diese Macht besitzen dürfen. Das ist richtig. Sieh doch, was sie dir eingebracht hat. Ja. Und bald ist alles vorbei. Nee, nicht. Du wirst leben, du wirst nicht sterben. Ich sagte es schon. Es gibt etwas, was Romeo mitnehmen. Nein, es gibt etwas, was schlimmer ist als der Tod. Komm schon. Ja, er kommt mit. Ich sagte es wirklich. Das ist vielleicht eine falsche Entscheidung, aber ich nehme den mit. Wenn die Lava vor uns das Portal erreicht, lass den nicht sterben. Oh, durch da! Puh. Alle gerettet, alle mitgekommen. Na komm! Okay, ihr habt mich in gewisser Weise gerettet, oder was? Puh. Der Admin-Gigant. Der von Romeo erschaffene. Okay. Ich habe meine Kräfte nicht. Ich kann sie nicht kontrollieren. Tja. Tja. Um es mit Spider-Man zu sagen. Ja. Mit Spider-Man. Wenn du ohne deine Kräfte nicht weiter kannst, dann bist du deine Kräfte nicht wert. Was? Buße. Aber du kommst mit. Und du wirst im Loch schmoren für immer. Und wir werden dich hinter Gittern bringen. Hinter Gitter. Oder auch nicht. Er hat sich aber für uns geopfert. Wie soll man das einsortieren? Ja. Und keine Sekunde zu früh. Das Portal. Das Grundgestein. Die Welt gerettet. Mal wieder. Okay. Ja, letztendlich hat uns der Admin gerettet. Der Romeo. Nicht der Admin. Na. Wieder die Welt gerettet. Aber was? Wir haben ihn nicht zurückgelassen. Oh ja, schön, dass es dir aufgefallen ist. Ich dachte mir, wir retten erst ein bisschen die Welt, bevor wir uns nachmittags zu Kaffee und Kuchen zusammensetzen. Freut mich, euch kurz die Welt retten. Wiederzusehen. Was ist mit dem Admin? Mein neues Hobby, die Welt retten. Es nicht geschafft. So verrückt das auch erscheinen mag. Am Ende hat sich der Admin geopfert. Ja. Ja. Romeo hat uns am Ende alle gerettet. Ernsthaft? Das klingt irgendwie gar nicht nach dem Admin. Das ist richtig. War das ziemlich edelmütig. Ja, ich weiß nicht, wie wir ohne ihn da hätten rauskommen sollen. Ich habe versucht, ihn zu retten. Ihn mitzunehmen. Aber er hat es nicht rausgeschafft. Dass du es trotzdem versucht hast. Ja, das war jetzt nicht direkt eine edelmütige Entscheidung. Also ich wollte ihn viel mehr mitnehmen und ihn dann in Ketten legen. Ja, ich denke schon. Was meint ihr? Sollen wir nach Hause gehen? Da sage ich, ich bin dir schon meilenweit voraus. Ich auch. Ich wollte ihn eigentlich mal ins Loch runterschicken. Einfach mal in den Kerker sperren, dass er nie wieder das Sonnenlicht sieht. Unter das Grundgestein werfen. Ja, so ungefähr.
da wird die Stadt neu aufgebaut. Stadt in den Wolken. So schaut's aus. Nein, das ist der Turm. Ah ja, okay. Der Turm wird umgebaut. Jesse! Ivo. Ich nähere mich dir aus dieser Richtung. Tja. Und will mit dir reden. Der alte Freund. Keine Ninja-Tricks, Späße oder sonstige Albernheiten. Sowohl meine Taten als auch Absichten sind kristallklar. Ja, also, du bist genau da. Ich kann dich sehen, das weiß ich, aber ich versuche, mich nicht mehr an Leute anzuschleichen. Also, nichts mehr mit Ninja Ivor? Ha! Nein, nein. Ich habe beschlossen, nicht mehr in Pyjamas herumzurennen und zu Beginn die Unordnung aufzuräumen. Was nicht? Ich fange damit an, die aber so lieben würde ich doch, Ivor. Freunden zu verkleinern. Magnus ist kein Problem. Schon bist du uns doch bekannt. Town vorbei. Zuletzt habe ich gehört, dass Gabriel ein wandernder Krieger war. Ja, glaub es mir, es könnte unangenehm werden. Aber ich schwöre, dass es sich lohnen wird. Ja, gut zu definitiv. Wissen. Aber es wird bei weitem nicht die erste unangenehme Situation sein, die ich verursacht habe. Ach ja, Ivo. Nun ja, ich sollte wohl besser gehen. Wir hatten aber schon Spaß, nicht wahr? Definitiv. Jesse, hey! Was ist los, Raider? Warte, ich war mit gerade dir, dabei, Ivo. Mich zu verabschieden. Ninja. Ninjas sind wohl Gewohnheitstiere. Er wird nicht aufhören damit. Ich hoffe, es macht nichts, aber ich habe mich um das Verschönerungsprojekt gekümmert. Dachte ich, wir lassen die Sache wenigstens vorsätzlich erscheinen. Langsam werde ich ein richtiger Anführer, wenn ich das sagen darf. Handtaten des Edmund. Stressig, aber auch lustig. Also lustiger Stress. Luststress? Ja, du hast wirklich Fortschritte auf dich, gemacht. Ich bin echt stolz auf dich. Oh, Raider, wow. Dieser Tag ist der beste. Tja. Haben wir es mal wieder geschafft. Oh, Luna. Oh, hey, Luna. Nein, Luna. Böse. Das ist der echte Jesse. Erinnerst du dich? Wir Stella. Mögen den echten Jesse nicht. Ja. Lass uns diese Verlierer einfach vergessen und weiterziehen, hm? Was? Du verstehst. Wie schön, dass unsere Rivalität immer noch so lebendig ist. Oh, zu diesem sollten wir sie nicht mal zumindest einsperren. Mehr als eine einfache Rivalität. Sie hat schon irgendwie ein bisschen Beihilfe geleistet. Wir sind vollkommene Feinde. Luna, jetzt! Könnte man sie zumindest bei Wasser und Brot Luna. Für eine Weile unter die Gitter werfen. Ihr seid alle Miststücke. Keiner von euch wird im neuen Champion City je willkommen sein. Vergesst das nicht. Ja. Tschüss erstmal, Stella. Die ist auch unbelehrbar. Mann, Stella ist definitiv die Schlimmste. Ins neue Champion City. Na, dann bauen wir aus dem Dreckhaufen alleine was auf. Schau mal einer an, wer hier bleibt. Nach all der Zeit, die wir gemeinsam durch das runtergereist sind, bist du gar nicht so schlecht. Hast du jetzt alles, was du brauchst? Hast du gepackt? Nürm ist auch mit dabei. Ja, so ist weißt gut. Du, für mich ist das Ganze sehr... Alle wieder beisammen. Abschiede sind nicht gut. Verlassen uns wohl gerade das wieder. Das haben wir, Nürmi. Also werde ich es diesmal nicht sagen. Ich will die beiden nur wissen lassen, dass sie mir wirklich dabei geholfen haben, einem nicht so spaßigen Ort zu entfliehen. Ja. Und jetzt verschwinde von hier. Ich habe dir gesagt, dass ich mich nicht verabschieden werde. Zumindest nicht von Leuten, die ich wiedersehen werde. Alles klar. Komm schon, begleite mich zum Tor. Ein Abschied also. Offensichtlich verlässt du uns. Für wie lange? Ehrlich? Wahrscheinlich schon eine Weile. Aber... diesmal ist es für eine gute Sache. Ich mache das für mich. Ich versuche mich weiterzuentwickeln oder so. Jedenfalls wollte ich mich bei jedem verabschieden. Und ich... komm her. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu weinen. Vorsatz nicht eingehalten. Mensch, mach dir keine Gedanken. Excel. Petra bricht also in das große Unbekannte auf, was? Dachte ich mir. Klingt auf jeden Fall aufregend. Du könntest eine neue Stadt gründen. Ja. Du könntest Tempel oder Kerker finden oder
Was auch immer ihr Hack-and-Slash-Typ macht. Jeder muss seinen Ort des Glücks finden. Petras Ort des Glücks liegt meistens in unerforschten Wäldern und Höhlen. Ja, ich denke, das Kapitel meines Lebens werde ich für eine Weile schließen. Ich werde mich hier niederlassen. Hm, gut. Hey, ihr verpasst die Gruppenumarmung. Aber jeder bleibt hier. Nee, Lukas. Sorry. Weil da bleibt auch hier. Gruppenumarmung, Gruppenknuddeln. Das ist jetzt nicht das letzte Mal, dass wir alle zusammen sind. Nein. Nein. Nein, Axel. Vielleicht. Ich weiß nicht. Bis die Welt wieder gerettet werden muss. Also, ich meine, bis die Welt wieder gerettet werden muss. Das ist immer ein schöner Wiedersehensgrund. Aber Minecraft Story Mode Season 3. Season 3. Bald. Okay, also. Muss ja sein, das ist, kann ja nicht alles wie Ghostbusters enden. Es muss einen dritten Teil geben für die Trilogie. Irgendwann. Seid vorsichtig da draußen, ja? Frage ist nur, wann? Und wenn du dein Buch beendest, hoffe ich darin eine wichtige Rolle zu spielen. Aha. Unbedingt. In der Hütte des Admins versprachst du mir, dass wir immer zusammenhalten werden. Das werden wir. Die Einladung gilt noch, wenn du willst. Ganz ohne Druck. Wir halten immer zusammen. Moment mal. Das tun Freunde du so. Gehst? Was? Ich gehen? In Beacon Town bleiben? Oder aufbrechen? Oh Mann, eine letzte knifflige Entscheidung. Au, Backe. Sie geht schon. Oh Mann. Beacon bei Nürn bleiben, bei ihr bleiben. Sie haut schon ab. Ich kann mich nicht entscheiden. Aber Nürn, ich will bei Nürn bleiben. Bei Vader, bei Lucas. Aufbrechen, das nächste Abenteuer. Ach, wir sehen uns doch eh wieder. Egal, wo ich jetzt mitgehe. Ich glaube, ich bleibe in Beacon Town. Tut mir leid, Petra. Aber, ja. Ich bleibe in Beacon Town. Bei meinen Freunden. Ja, in Beacon Town bleiben. Beacon Town ist ziemlich cool. Tut mir leid. Ich will nicht verpassen, wie es aber noch cooler wird. Meine Geschichte verändert sich. Ja. Sorry, Petra. Aber das ist Heimat. Wir sehen uns wieder. Man sieht sich. Tschüss, Petra. Oh, verlier sie ja nicht. Komm wieder. Ich bin jedenfalls unglaublich aufgeregt. Kopfkratz. Und ich kann weiterhin dein Praktikant sein. Komm schon, Praktikant. Ja. Hat er sich noch keine Beförderung verdient? Staffel 3 kommt. Und dann sind wir alle beide zusammen. Praktikant. Praktikant in Führungsposition. Oh, Leiter von Praktikantenangelegenheiten. Ja. Natürlich hat er eine Beförderung verdient. Er definitiv ist jetzt Co-Hero in Residence. Ah, sehr gut. Das klingt doch gut. Boss, das, du warst, du bist, ich will sagen, ich schwöre, dass ich dich stolz machen werde. Das hast du schon. Ja, das brauchst du nicht mehr weiter. Los, Leute, gehen wir zurück zur Halle. Feiern wir ein großes Leute, Fest. Leute, Jesse will doch bleiben. Feiern wir drei Tage lang. Ich wusste gar nicht, dass das Gegenteil passieren ohne Unterbrechung könnte. Aber freut mich, es zu hören. Das gilt auch für mich. Überleg jo, mal, was wir jetzt wird gefeiert. Die neuen Gebäude, die neuen Erfindungen, die neuen Gebäude. Jetzt lassen wir ihn mal ausreden. Ich habe große Pläne, echt große Pläne, die ich euch präsentieren will. Das wird super. Ich schwöre es. Als erstes sollten wir ein paar Meetings organisieren. Vielleicht kann man mit der Feuerwerksgilde sprechen und zur Feier ein Feuerwerk veranstalten. Das Mittagessen mit Sorens Anhängern muss endlich stattfinden. Du wirst mal was organisieren. Und endlich habe ich meine Kultur überprüft. Wir waren mit unserer du machst das. Echt im Verzug. Es kam ein Brief von jemandem namens mach Aiden. Das mal. Es ging um Wiedergutmachung. Keine Ahnung, wer war das nochmal? Und eine kryptische Nachricht von jemandem mit den Initialen WP, die nur passt okay auf besagte. Seltsam. Wie dem auch sei, jedenfalls Stuff haben wir viel zu tun und ich kann Episode es nicht abwarten, drei loszulegen. Ich auch nicht, Kumpel.
ein Aiden und eine Nachricht namens Pass auf. Mr. News. Aber jetzt wird erstmal Staffel 2 zu Ende begangen. Jetzt wird gefeiert. Bis die Wolken wieder da sind. Na, da wären wir vorbei. Du und 34% der Spieler haben Petra ermutigt, sie selbst zu sein. Und ihr wisst, was ihr immer Freunde sein werdet. Dass ihr immer Freunde sein werdet. Ja, die Credits von der letzten Episode. Nicht von der letzten Episode, von der letzten Minecraft Story Modes Episode, Kapitel von der, keine Ahnung. Nicht von der letzten Season, aber von der letzten Episode. Und 23,8% der Spieler haben Weiler gezeigt, dass er derjenige sein kann, auf den sich alle verlassen. Und 78% der Spieler haben Weiler ermutigt, Risiken einzugehen und seinen eigenen Mann zu stehen. Aber unbedingt. Du und 18,3% der Spieler wollten nicht mit Stella zu tun haben. Also hat sie sich für ihre dunkle Seite entschieden. Ja, auch das eine Entscheidung. Du und 83,1% der Spieler haben Xaver gezeigt, dass es Hoffnung in der Welt gibt. Es gibt immer Hoffnung. Du und 83% der Spieler hatten Mitleid mit Romeo und haben ihn aus der Leere gezogen. Naja, was heißt Mitleid? Wie gesagt, ich hatte da was anderes vor, aber gut. Du und 28,1% der Spieler haben mit sicherer, entscheidender Hand geführt und sind keine Kompromisse eingegangen. Lal, reden kann ich auch nicht mehr am Ende. Keine Kompromisse sind wir eingegangen. Okay. Ah, hier kommen nochmal die Entscheidungen, die einzelnen Entscheidungen. Das waren jetzt die Gesamtbewertungen. Welchen Rat hast du Jack gegeben, als er Eivor getroffen hat? Du und 34,7% der Spieler haben Jack geraten, cool zu bleiben. Ja. Wie Petra damals. Hast du die Statue des Admin zerstört? Du und 63,9% der Spieler haben die Statue des Admin zerstört, aber Nail in Gefahr gebracht. Ja, das war mehr ein Versehen, aber trotzdem gut. Man sieht es ja, die Mehrzahl hat es gemacht, die Mehrheit war dabei. Und wie hast du den Admin in seinem Turm konfrontiert? Du und 41,3% der Spieler haben den Ocelots den Angriff befohlen. Ganz zwergisch halt. Draufhautaktik. Einfach drauf losrennen. Fertig. Mach's alle. Hast du Romeo im Terminal zurückgelassen? Du und 83% der Spieler haben Romeo mit sich genommen. Ach, cool. Nur 17% der Spieler haben ihn zurückgelassen. Das ist eine gute Zahl. Das ist eine gute Sache. Bist du in Beacon Town geblieben oder mit Petra gegangen? Das dachte ich mir schon. Du und 38,9% der Spieler sind in Beacon Town geblieben. Dachte ich mir schon, dass die meisten wirklich wieder ins Abenteuer ziehen. Die meisten mit Petra gehen. Und da haben wir sie nochmal, die Entscheidungen. Du und 34,7% der Spieler haben mit Jack geraten, cool zu bleiben. Ja, Jack cool bleiben, Statue des Admin zerstören, Angriff befehlen, Romeo mit sich nehmen, Beacon Town. Ja, sieht doch ganz in Ordnung aus. Kann man so akzeptieren für die letzte Staffel. Nicht für die letzte Staffel, für die letzte Episode. Minecraft Story Mode Season. Ja, nice.
Das war Minecraft Story Mode Season 2. Ja, so schaut's aus. Folge 1, Folge 2, Folge 3, Folge 4 und Folge 5. Wir haben's zu Ende gemacht. Season 2, Minecraft Story Mode Season 2 ist vorbei. Das war's, meine lieben Leute. Dann müssen wir leider Abschied nehmen. Ja. Folge 5 neu starten? Nein, nix da. Ich würde mal sagen, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video mehr am Ende noch verkacken. Und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zimmerfest verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen, fürstlichen Tag. Man sieht sich hoffentlich irgendwann zu Minecraft Story Mode Season 3 wieder. Ja, die Staffelbaum. Ja, bis dahin. Ich hoffe wirklich darauf. Staffel 1 hat mir Spaß gemacht. Staffel 2 hat mir auch genauso viel, mindestens genauso viel Spaß gemacht. Wenn nicht sogar mehr. Man sieht sich hoffentlich in Minecraft Story Mode Staffel 3 wieder. Ansonsten auf meinem Kanal in einem wunderbaren anderen Minecraft-Projekt wieder. Minecraft Arnor auf meinem Kanal. Bis dahin. Man sieht sich. Ciao, ciao.